Was wurde eigentlich aus Supertalent Hakim Mastour? Einst wurde der Marokkaner gefeiert wie Neymar. Er war neben dem Brasilianer sogar eines der prominentesten Werbegesichter der neuen Generation. Der damals 15-Jährige sollte der nächste Superstar werden. Ja, er sollte. Beim AC Milan wurde er mit gerade einmal 15 Jahren in den Profikader berufen. Spielzeit sammelte er aber ausschließlich in der U19. Für einen Profieinsatz reichte es nie. Denn es folgten eine Knieverletzung, Ergebnis 106 Tage Ausfallzeit. Eine Leihe zu Malaga, Ergebnis ein Spiel. Eine Leihe zu Pec Zwolle, Ergebnis 5 Ligaspiele. Ein weiteres Jahr Mailand, Ergebnis 0 Profieinsätze. Die Karriere von Mastour war gescheitert. Milan fertig mit dem Top-Talent. Und so endete er 2018 in der Vereinslosigkeit. Nur 4 Jahre nach dem großen Hype war alles vorbei. Heute spielt der mittlerweile 25-Jährige nach Stationen in der Serie C und Griechenland in seiner Heimat Marokko. Bei Union Touareg kommt er in 9 Einsätzen auf 0 Torbeteiligungen.